Das ist im Übrigen auch einem Parlament und im Besonderen der Opfer völlig unwürdig, was hier in den letzten Wochen abgeht. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Wir sollten wirklich mal, ich war am Sonntag in Bad Münstereifel, habe einen Scheck übergeben aus einer Sammlung für ein Opfer, das jetzt den Weg zurück nach Bad Münstereifel sucht. Er sucht eine Wohnung, wir werden ihn unterstützen, wir haben mit dem Geld werden wir unterstützen, dass er dort sich eine Wohnung sucht, dass er die entsprechende, den Hausrat wieder einrichten kann. Er hat alles verloren. Und diese Leute würde ich gerne mal in einen Untersuchungsausschuss, in eine Sitzung mitnehmen von uns. Ja, da können Sie lachen. Sie lachen sich herum. Ihnen ist das Schicksal dieser Leute völlig egal. Doch, Sie hören keine Sekunde zu, unterhalten sich und machen hier Ihre blöden Witze. Doch, genau das ist es. Das ist genau dieselbe Situation wie Armin Laschet, als er im Hintergrund gestanden hat und hat sich einen abgelacht. Genau dieselbe Situation. Es interessiert Sie gar nicht. Das ist die Wahrheit. Ich würde gerne wirklich mal diese Leute in den Untersuchungsausschuss mit reinnehmen und würde mal zeigen, dass wir 3 Stunden darüber diskutieren, in welchem Raum wir sitzen, ob der größer und besser ist und ob wir irgendwelche Abstände halten. Das würde ich gerne mal tun und da würde ich gerne mal sehen, was diese Menschen dazu sagen, wie wir hier diese Katastrophe aufarbeiten. Das würde ich wirklich gerne mal sehen. Ganz ehrlich. Meine Herren.